Ah, da hinten ist die Stelle, an der ich gebaut habe. Okay. Laufen wir mal hier noch ein Stück. Noch ein Stück in die Richtung. Denn es könnte sein, dass da unten irgendwo Wasser kommt. Ja, da. Das sieht ziemlich gut aus. Da sind Wasserfälle. Jetzt hoffe ich, dass ich mich hier nicht in tödlichste Gefahr begebe. Okay, also da ist ein Vieh, das ignoriere ich jetzt. Also ich versuch's. Ja, okay, aber da geht's ganz tief runter. Um da das Wasser nach oben zu transportieren. Aber vielleicht kann ich es von da oben abzwacken, bevor der Wasserfall runterfällt. Ja gut. Nicht wirklich. Oh, was haben wir denn hier noch mal? Nochmal Quarz. Nehmen wir gerne mit. Das da ist bestimmt Kalkstein. Ja. Kalkstein brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ist das da oben auch Kalkstein? Oh, da ist mir zu viel los. Scheiß auf euch. Also ich glaube echt nicht, dass das hier reicht. Das ist in 0, nichts leer. Aber da hinten ist noch mal Wasser. Na gut, schlau war das nicht, was ich hier veranstaltet habe. Aber die hätten ja auch mal in den Text reinschreiben können, dass die Wasser auch benötigen. Dann hätte ich mir das Theater nämlich gespart. Und hätte improvisiert. Also anderweitig. Wo ist denn jetzt mein... Da. Aber es wäre ja auch mal interessant herauszufinden, ist da vielleicht Wasser? Irgendwo? Ich weiß es gerade nicht. Das ist auch wieder zu weit weg. Ich muss herausfinden, oder nein, nicht herausfinden, ich muss versuchen herauszufinden, ob die Stelle, wo ich das Kohlekraftwerk jetzt gebaut habe, da ganz unten, da muss ja Wasser drin sein. Beziehungsweise ich weiß, dass da Wasser ist. Und es wäre für mich, glaube ich, am schlausten, wenn ich das Wasser von da unten einfach hochpumpe. Weil ich muss sowieso Tausende von Rohren verlegen. Und dann kann ich das auch direkt so regeln. Weil wenn ich jetzt irgendwo von da hinten oder so diese ganzen Rohre langlaufen lasse, dann bringt mir das nicht wirklich viel. Gut, okay, warte mal. Wir schauen mal eben, was wir alles brauchen, um das zu bauen. Also, Wasserpumpe brauche ich. Auf jeden Fall eine. Dann brauche ich natürlich eine Pipeline. Ich brauche auch eine Pipeline-Kreuzung. Ja, und für Pipeline-Stützen. Das dürfte ich eigentlich alles haben.
Ja, und Pumpen, davon brauche ich ein paar. Sagen wir mal 10. So, das ist doch jetzt erstmal überschaubar. Wie viel Pipeline habe ich? Pipeline, da sage ich mal, ich bräuchte so 30. So, jetzt muss ich rausgucken, ob ich rausfinden, ob ich diesen Kupferkram da, das Kupferblech, ob ich das bauen kann oder ob ich das erst forschen muss. Kann ich bauen. Was brauche ich dafür? Kupferbarren. Okay, das ist easy. Huch. Warte mal, ich hab doch tonnenweise Kupfer hier irgendwo noch drin, oder? Lauf. Okay. Dann werden wir mal ein bisschen von diesem Kupferblech bauen und die anderen Sachen und dann begebe ich mich auf den Weg, Wasser zu suchen. Beziehungsweise mich nach unten irgendwie zu arbeiten. Um das Wasser von unten nach oben zu transportieren. Da wäre es ja vielleicht mal eine Idee, da abzuspeichern und mich einfach mal runterzustürzen, um zu gucken, ob da überhaupt Wasser ist. Ich habe gerade echt gedacht, diese Kupferdinger da, da muss ich jetzt erstmal irgendwas erforschen und brauche dann wieder 5 Teile, die dazu zu einem so einem Rohr werden. Okay, also die 75 habe ich gleich. Das ist schön. So. Na, ich hasse das, wenn ich wieder nur die Hälfte weiß und dann mir denke, hey, komm, ich mach's mir mal leichter. Und dann hat sich was geändert. Denn bevor es das Update hier gab, hat das funktioniert. Da brauchtest du kein Wasser an dem Kohledings. Da hätte ich jetzt also schon unglaublich viel Strom produziert. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich einen neuen Spielstand anfangen sollte, weil ich entweder sonst noch die alten Geräte da stehen habe, die mir nichts bringen, oder die nicht funktionieren, weil ich noch Wasser anschließen muss. So. Brauche jetzt noch 10 verstärkte Eisenplatten. Die holen wir uns auch gleich noch.